Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Die Rotten stellen vor. Und heute habe ich ein wunderschönes Exemplar mitgebracht. Und zwar die Neumond-Box von Joachim Witt aus dem Jahr 2014. Auch heute natürlich wieder ein paar Informationen zum Künstler. Joachim Witt hat natürlich sehr viel Historie. Ich versuche so viel wie möglich wegzulassen. Joachim Witt ist am 22. Februar 1949 geboren in Hamburg. Sprich, heute vor 73 Jahren. In diesem Sinne, Happy Birthday Joachim. Du wirst es nie sehen, dieses Video, aber wir gratulieren dir auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Musik. Die bekanntesten Lieder von Joachim Witt waren natürlich, wer kennt es nicht, Der Goldene Reiter sowie Triedrad Rullala. Seinen allergrößten kommerziellen Erfolg hatte er allerdings gemeinsam mit Peter Heppner und zwar mit dem Lied Die Flut, was wir hier im Hintergrund leise hören. Von diesem Lied haben sie 900.000 Einheiten verkauft. Bis jetzt, also Chapeau. Joachim Witt begann wie so viele Musiker auch heutzutage noch als Sänger einer Coverband und widmete 1970 dann sein Leben der Musik. 1977 gründete er mit anderen Musikern die Band Düsenberg, mit welcher er 1979 das erste Album veröffentlichte. 1980 wurden sie dann mit dem Musikpreis für die beste Nachwuchsband ausgezeichnet und 1980 verließ Joachim Witt dann die Band wieder, um mit einer Solokarriere zu starten. 1981 veröffentlichte Joachim Witt dann Der Goldene Reiter, was am Anfang noch kein kommerzieller Erfolg war. Allerdings nach der Ausstrahlung in der Musiksendung Musikladen in der ARD wurde dann von heute auf morgen oder sozusagen über die Nacht das Lied zum absoluten Erfolg und die Single zum Goldenen Reiter sowie das Album Silberblick schossen durch die Decke. Und das Album landete auf Platz 10 der deutschen Albumcharts. Danach galt Witt dann als einer der größten Musiker der neuen deutschen Wellezeit. 1998 dann schließlich veröffentlichte er mit Peter Heppner zusammen. Peter Heppner heißt natürlich in Wirklichkeit Peter Heppner. Nur mal so zur Korrektur, falls ich das hier noch ein paar Mal falsch erzähle. Das Lied Die Flut und ist sowohl durch Europa als auch durch die USA getourt. 1998 wechselte Joachim Witt dann stilistisch von Neuer Deutscher Welle zu Neuer Deutschen Härte und schlug damit einen neuen sozial-gesellschaftlich-kritischen Ton an in den darauffolgenden Alben. Das war auch die Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, weil er da immer mehr in Gothic-Clubs gelaufen ist, zum Beispiel mit seiner Musik, und ich bin ja damals ganz viel in dieser Gothic-Schiene unterwegs gewesen. 2014 veröffentlichte Joachim Witt dann dieses wunderschöne Album Neumond, welches auf Platz 8 der deutschen Albumcharts einstieg. Vorrangig sind auf dem Album elektrische und tanzbare Töne zu hören. Und ich muss sagen, es ist eins meiner Lieblingsalben von Joachim Witt. Da ist zum Beispiel auch mein Lieblingslied drauf, und zwar heißt das Ohne dich. Ein sehr schönes Lied. Produziert wurde das Album von Martin Engler, eher bekannt als Frontmann und Sänger der Band Mono Inc. 2016 und 2017 veröffentlichte Joachim Witt jeweils nochmal ein Album, die aber eher so unterm Radar, sag ich mal, gelaufen sind. Bis er dann 2018 das Album Rübezahl veröffentlichte, welches von Chris Harms produziert wurde, dem Sänger von Lord of the Lost. Dieses Album stieg auf Platz 23 der deutschen Albumcharts ein. Und wie man schon mit Peter Heppner und auch jetzt Chris Harms sieht, sind wir auf dieser gothischen Schiene ziemlich unterwegs mit Joachim Witt mittlerweile. Sein letztes Album veröffentlichte er 2020 unter dem kreativen Namen Rübezahl Zurückkehr, welches auf Platz 14 der deutschen Albumcharts einstieg. Also ihr seht, Joachim Witt ist nach wie vor aktuell unterwegs, wenn kein Corona ist, auch immer noch konzerttechnisch. Also geht ihn mal besuchen, kann ich nur empfehlen. Und nun zur Box. Das Album Neumond ist das 14. Studioalbum von Joachim Witt und wurde am 25.04.2014 veröffentlicht. Größtenteils geschrieben und produziert wurde es, wie schon erwähnt, von Martin Engler, dem Sänger von Mono Inc. Als Single veröffentlicht wurden die Lieder Mein Herz und Die Erde brennt. Stilistisch ist das Album dem Genre Pop zuzuordnen. Ich selbst schiebe es aber nach wie vor in die Gothic-Schiene, weil es ist einfach, es hat einfach, ja, stilistisch gothische Züge. Auf dem Album selbst sind 12 Songs in der normalen Version. Hier in dieser Box-Version sind 12 Songs, natürlich das normale Album, und zusätzlich nochmal 7 weitere Lieder. Insgesamt kommt man auf eine Spiellänge von 81 Minuten. Und jetzt wird die Box geöffnet. Die Box ist tatsächlich aus Holz mit Messingscharnieren hier außen am Rand. Des Weiteren hat sie einen Magnetverschluss,
Also wenn ich sie jetzt leicht zumache, dann fällt sie auch zu und bleibt zu. Wenn ich die Box aufklappe, dann sieht das erstmal so aus. Wir haben ein Bild und der erste Artikel schaut uns schon an. Und der erste Artikel, den wir sehen, ist ein Schal, den wir jetzt mal aufmachen werden. Schön vorsichtig, dass wir es auch wieder zumachen können. So sieht er aus. Einmal das Design von Neumond. Ich halte es euch mal hier in diese Kamera. Und hier haben wir die Rückseite. Da steht auch nochmal Neumond drauf. Und dann kann man sich das rumlegen. Ja. Und ist vorbereitet fürs Konzert. Das nächste, was uns anschaut, ist das Album. Joachim Witt, Neumond. Zwei CDs, sieht man hier mit Bonus-CD. Lied Nummer 7, mein absolutes Lieblingslied, kann ich euch empfehlen, Ohne dich, das Album. Ebenfalls in der Box ist zu finden ein Bilderrahmen, der ist auch extra nochmal eingeschweißt, den lasse ich auch eingeschweißt. Umso originaler bleibt er. Gold rundherum, ja, es ist eben ein Bilderrahmen. Ne? Und nun, warum ist denn da ein Bilderrahmen? Die Frage wird jetzt beantwortet. Wir kommen jetzt schon zu den letzten drei Artikeln. Für mich mit die wichtigsten Artikel, natürlich auch neben dem Album. Wäre blöd, wenn kein Album drin ist. Dass man weiß, dass der Musiker die Box wirklich in der Hand hatte, ist es natürlich notwendig. Ich mache das mal runter wegen dem Mikro. Ich hoffe, man hat bis jetzt alles gehört. Damit man weiß, dass der Musiker wirklich auch was in der Hand gehabt hat, was hier in der Box ist, ist es für mich sehr wichtig. Sehr verstaubt. War halt noch nie auf. Das ist Staub von 2014. Ist es wichtig, natürlich, dass wir Autogrammkarten haben. Und wo mein erster Blick immer drauf fällt, ist die Unterschrift. Denn ich habe auch schon erlebt, dass viele Bands Autogrammkarten reingelegt haben, die dann einfach gedruckt wurden. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sieht, dass hier wirklich jemand einen Stift in der Hand hatte. Und das hat er auf jeden Fall gehabt. Hier sehen wir die Unterschrift auf diesem Bild von Joachim Witt. Das ist auch nicht das einzige Bild, das kann man dann in unserem Bilderrahmen legen. So sieht das dann aus, wenn man es reinmacht. Mache ich jetzt natürlich nicht. Wir haben des Weiteren noch dieses Bildchen, Joachim Witt, ebenfalls mit der Unterschrift. Diesmal in Farbe, aber genauso grimmig. Und wir haben einen bitterlich frierenden Joachim Witt. Nein, natürlich nicht, erst nachdenklich. Und ich finde die Ringe geil. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass da Autogrammkarten drin sind, die auch wirklich händisch unterschrieben wurden. Das steigert den Wert der Box, auch mal über die Jahre gesehen, falls dann doch mal was passiert. Ist immer traurig, dass so eine Box manchmal mehr Geld wert ist, wenn nach dem Ableben des Musikers, muss man sagen. Aber das macht eben auch so einen Preis. Aber ich hoffe natürlich, dass das die nächsten 30, 40 Jahre nicht passieren wird, weil der macht einfach geile Musik und ich will noch ein Album haben. So sieht die Box dann leer aus. Wir haben hier drin auch noch einen Zettel. Das ist aber nur so eine Einlage. Mit der Sonne drauf. Zum einen sieht man hier tatsächlich, dass die Box aus Holz ist. Und wir sehen auch, dass hier in der Mitte eine Zahl steht. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine 128 ist oder eine 800 oder eine 821. Das wäre dann so rum. Aber auf jeden Fall haben wir hier die Boxnummer mit drin stehen. Auch sehr cool. Gut. Das war damit die Box von Joachim Witt. Ich finde ein wirkliches Kunstwerk, echt aus Holz. Es ist keine Pappe oder irgendwas. Es ist einfach Holz. Man kann sich das auch wirklich schön in den Schrank stellen. Noch so ein Bild daneben, das Album anhören und wenn man zum Konzert geht, noch den Schal anziehen. Wirklich wundervoll. Die Box findet ihr wohl bei Saturn noch für 35 Euro, was finde ich wirklich ein Schnäppchen ist. Ich habe die selber auch für 34 Euro gekauft, glaube ich. Allerdings bei Amazon. Da musste ich einfach zugreifen. Ging nicht anders. So, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nur, dass ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und euch das Video gefallen hat und ja auch die Musik von Joachim Witt mögt. Wie findet ihr die Musik? Wie findet ihr das Album? Lasst mir gerne mal einen Kommentar unter dem Video da und auch gerne einen Like. Schaut euch mal die Links unten an, wenn ihr wollt. Und nicht vergessen, ich habe auch noch ein Album. Könnt ihr euch gerne holen. vm-strobel@hotmail.de. Dann bekommt ihr ein Album von mir. Was ich natürlich sagen wollte, schaltet gerne wieder ein, auch bei unseren ganzen anderen Formaten. Und ich hoffe, dass wir bald eine weitere Box haben werden, die wir euch vorstellen können. Das werdet ihr dann mitbekommen, wenn ihr uns folgt und immer mal in den Kanal schaut. Ich würde sagen, in diesem Sinne entlasse ich euch in die Nacht.
Hört in das Album rein, Ohne dich. Sehr schönes Lied, kann ich empfehlen. Euer Chris Rodden, eure Die Roddens. Wir sehen uns. Und immer schön heavy bleiben.